Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende von Mio und Tor. Wo müssen wir es jetzt eigentlich hin, jetzt wo wir erarmt haben? Wer ist diese Familie, die einen Zug explodieren lassen kann? Lass uns die Abteile der Wagen viel überprüfen. Vier überprüfen, okay. Vier, 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 vier. Da stand vier, okay. Ist offen. Er scheint sich nichts getan zu haben. Dann gehen wir mal weiter. Abteilung 4. Wagen 4. Wo bin ich denn gerade? Das ist Wagen 3. Okay, Wagen 4 von 6 kam, also kann es ja eigentlich nur noch 7 oder 8 sein. Du kannst nicht Superbomben. Vielleicht dann die Nummer 8. Genau. Ein Studienset zur Talentförderung wäre ein kluges Geschenk für Bronzmut. Das ist so unscheinbar. Es muss viel wertvoller sein. Ein Auto oder ein Haus. Dafür ist es noch zu früh. Du bist doch nur auf dein Ansehen bedacht. Ein Studienset wäre viel besser für seine spätere Karriere. Die hören mir nicht zu, das will ich alles nicht. Hattest du keine Lust mehr zu kämpfen oder bist jetzt deaktiv geworden? Na dann, finde doch heraus, was ich mir wirklich wünsche. Wirklich? Wenn du mir bringst, was ich mir wünsche, gebe ich dir auch etwas. Hier ist ein Tipp, es fängt mit Au an. Jetzt weißt du es, oder? Au, mit Au, okay. Dann reden wir doch mal mit Au. Ich hatte mich so auf das Mittagessen auf Firmenkosten gefreut. Dafür werde ich mir auf jeden Fall ein gutes Abendessen leisten. Vielleicht weiß ja unser sehr geehrter Herr Pinguin, was Au gemeint ist. Was Bronzmut sich wünscht. Ich hab's bestimmt einen Gameboy, Luigi. Diese kleinen Dinger finden Kinder ganz toll. Nein, der möchte kein Gameboy. Muss ich dich leider enttäuschen? Es mag zwar ein Verbrechen gewesen sein, aber es macht mich dennoch glücklich, dass meine Suppe so unwiderstehlich ist. Ich werde dem Täter also vergeben. Unglaublich, wie schnell du diesen Dieb gefasst hast. Einfach umwerfend. So ein Meisterdetektiv. Ich hätte da übrigens auch eine Bitte. Darf ich? Oh, wirklich? Von meinem Ex-Freund habe ich damals Ohrstecker aus Muscheln bekommen. Und die sind wohl irgendwie verschwunden. An diesen Ohrsteckern hängen so viele Erinnerungen an ihn. Könntest du die Ohrstecker für mich suchen? Bitte. Ich schau, was ich machen kann. Es tut mir so leid, dass ich euch solchen Ärger gemacht habe, aber diese Kartoffelsuppe war so lecker. Oh, ich freue mich schon auf das Abendessen. Oh, hallo, mein kühner Kavalier. Wie du diesen schwierigen Fall gelöst hast. Unwerfend. Ich würde dich gerne um deine Hilfe bitten, darf ich? Oh, wirklich?
Also worum es eigentlich geht. Ich habe meinen goldenen Ring im Zug verloren. Ob du ihn wohl suchen könntest? Oh bitte, mein kühner Held. So much to do in just so little time. Als Geschenk? Ein Autogramm von mir? Ich bin untröstlich, aber ich vergebe Autogramm generell nur an Frauen. Dieser Bronzmut möchte etwas von jemandem, den er bewundert. Wir sollten es so schnell wie möglich finden, sonst explodiert er tatsächlich noch. Es wird dann abgeschlossen, ne? Genau. Ist es nicht überwältigend, im Schein der untergehenden Sonne zu fahren? Der Zug ist einfach unvergleichlich. Ich habe jetzt aber mit jedem gesprochen, oder nicht? Mysteriös. Muss abteilbar bestimmt nichts sein, oder? Der Schrank ist leer. Vollgeheizt sind wir eigentlich. Hier ist auch nichts verborgen. Mysteriös. Ich kann mir ja alles ansehen. Wie hätte es sein können? Ich hatte mich so auf das Messer. Ah ja, die haben wir schon geredet. Fällt mir gerade wieder ein. Dein unsinniger Streit. Der Junge kann einem wirklich leid tun. Wusstest du eigentlich, dass er später einmal Lokführer werden will? Obwohl er doch so viel Geld hat, ist das nicht rührend? Jetzt müssen wir zum Lokführer. Okay. Jetzt müssen wir zum Lokführer. Du brauchst noch deine Ohrstecker. Und die Dame braucht ihren Ring, Kette. Was war das nochmal? Ich hab's vergessen. Mir bestimmt irgendwann wieder ein. Ein Autogramm. Vom Lokführer. Ein Autogramm von mir? Für den kleinen Bronzmut? Aber natürlich. Also... wie rührend, dass der Kleine ein Autogramm von mir will. Bin ich mal gespannt, wo wir dann die anderen Items zünden. Und ich hoffe nicht, dass wir noch mehr Aufgaben kriegen. Soll es ewig dauern.
Herzlich willkommen, ah, du bist es. Bitte, bitte finde die Muschelohrstecker. Ich versuche mein Bestes. Hätte ja sein können, dass sie zufällig den Ring gefunden hat und ihr den Ring gibt mir dann die Muschel. Hätte ja sein können. Naja. Kannst du mir bringen, was ich mir wünsche? Ja, bitteschön, Lokführer-Autogramm. Bingo, du hast es erraten. Du bist ein Superdetektiv. Und das hier ist für dich, wie versprochen. Vielen Dank für das Autogramm. Ich werde gut darauf aufpassen. Heute werde ich noch meine Unterlagen sortieren, aber ab morgen lasse ich es mir gut gehen. Stör mich bitte nicht. Hallo Mario, eine seltsame Sache ist mir gerade wieder eingefallen. Von den Decken, die ich an die Passagiere verteilt habe, fehlte einer. Ich habe dann meine eigene Decke abgegeben. Aber eigentlich bin ich mir ganz sicher, dass ich richtig gezählt hatte. Es könnte also sein, dass sich jemand ohne Fahrkarte im Zug befindet. Vielleicht ist das ja auch derjenige, der den Drohbrief geschrieben hat. Wenn du ihn nicht findest, muss ich heute ohne Decke ins Bett gehen. Also bitte finde den blinden Passagier und finde meine Decke. Wirklich vielen Dank. Ich bin hier, falls du noch Fragen hast. So, es gibt also einen blinden Passagier. Es war eine Decke zu wenig, also handelt es sich nur um eine Person, oder? Das würde die Familie aus Abteil 8 zunächst entlasten. Soweit meine professionellen Hinweise. Den Rest musst du schon alleine schaffen. Nicht, dass ich nicht mehr wüsste. Nein, nein, wirklich. Aber wenn es tatsächlich einen blinden Passagier gibt, dann ist das unser Täter. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Hier, du sagst nichts Neues. Das ist unsere Abteilung. Gleich ist hier auch ein Buch. Vorhin habe ich Geräusche aus dem leeren Abteil neben mir gehört. Ich bin rübergegangen, aber es war niemand da. Ich bin also hierher zurück und prompt habe ich wieder etwas gehört. Oh, könntest du vielleicht im Nachbarabteil nachschauen? Ihr habt mich entlarvt. Ihr seht es also, ich bin ein Geist. Verdammt, auf diese Erde zu wandeln. Eine Decke? Ja, der Zugbegleiter hat tatsächlich eine gebracht. Hat gar nicht bemerkt, dass ich ein Geist bin. Ein Drohbrief? Nein, davon weiß ich nichts. Ich könnte nicht mal einen Stift halten, da ich körperlos bin. Was? Ich soll die Decke zurückgeben? Wenn du mir eine Bitte erfüllst, gebe ich sie dir. Willst du? Ich wünsche mir... dein Leben. Das war natürlich nur ein Witz. Also, vor langer Zeit habe ich in diesem Teil mein Leben ausgehaucht. Mein Koffer befindet sich immer noch im Gepäckwagen. In dem Koffer ist ein Tagebuch, das ich schon seit meiner Kindheit geführt habe. Ich kann ja diese Welt nicht verlassen, aus Sorge, dass es jemand lesen könnte. Da ich nicht aus diesem Zimmer komme, bitte ich dich, mir das Tagebuch zu holen. Wenn du es mir bringst, solltest du die Decke zurückbekommen.
Du darfst es auf keinen Fall lesen. Wenn du es liest... Schreckliches wird dann mit dir geschehen. Ja, es ist nicht gut. Aber ich mag die Reise im Zug. Hast du etwas gefunden? Was, ein Geist? Und er gibt dir die Decke, wenn du sein Tagebuch aus dem Gepäckwagen holst? Gut, dann geh hinein. Vielleicht finde ich hier auch die anderen Items. Aber das weiß ich nicht. Ah, ich sehe da was. Ein Tagebuch gefunden. Nice. Sieht aber so aus, als könnte ich da hin. Aber hier scheint es nichts mehr zu geben, also gehe ich erstmal raus. Hast du es gefunden? Ach, zum Glück. Ich kann leider nicht hier weg. Bitte mal, bring mir meine Decke wieder. Aber ich würde so gerne wissen, was in diesem Tagebuch steht. Ich auch, aber mein Leben ist mir heilig. Deswegen mache ich das nicht. Ja, bitte schön, dein Tagebuch. Hast du mein Tagebuch gefunden? Dann sei so nett und stecke es geschwind in diese Schublade dort. Wirklich, mein Tagebuch. Du sollst die Decke haben, wie versprochen. Gut, dass du es nicht gelesen hast. Wenn du es gelesen hättest, wäre etwas Schreckliches mit dir passiert. Nun kann ich beruhigt von dann gehen. Ich danke dir. Solange du lebst, werden wir uns nicht wiedersehen. Pass auf dich auf. No. Ich habe es mir anders überlegt. Ich war so lange in diesem Abteil, dass ich Gefallen daran gefunden habe. Deshalb werde ich noch ein Weilchen hier bleiben. In die andere Welt kann ich gehen, wann immer ich will. Mist, ich wollte das Tagebuch lesen. Dieser Tod es gewusst. Ja, sowas aber auch. Schade. Schokolade. Dann geben wir noch die Decke ab und dann würde ich mal sagen, machen wir heute Schluss. Maru, wie war es? Vielen Dank, damit werde ich die Nachtwache durchhalten. Schließlich haben wir immer noch nicht den Verfasser des Drohbriefes gefunden. Übrigens, bevor ich es vergesse, hier ein kleines Dankeschön für dich. Ein super Bild. Abgesehen davon ist es schon spät. Willst du nicht langsam schlafen gehen? Und mach dir keine Sorgen. Sollte etwas passieren, gebe ich dir sofort Bescheid. Schließlich bin ich ein sehr erfahrener Zugbegleiter. Ja, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Bis dahin, tüdelü.